Für eine gesicherte Energieversorgung der Industrie und der Mobilität benötigen wir innovative Energiespeicher. Am DLR-Institut für Technische Thermodynamik arbeiten wir daran. Unsere Forschungsthemen: Wasserstoff, Batterien und Wärmespeicher. Wasserstoff ist eine Möglichkeit, Energie aus Wind und Sonne zu speichern. Wir entwickeln die Elektrolyseure, die den Wasserstoff herstellen, und die Brennstoffzellen, die ihn als Energieträger nutzen. Mit Hilfe von Computersimulationen optimieren wir Werkstoffe, entwickeln Prototypen, testen sie und integrieren sie in funktionsfähige Systeme. Die Elektrolyseure und Brennstoffzellen testen wir in Großanlagen, um ihre Anwendungspotenziale für den Einsatz in Flugzeugen, Schiffen, Zügen und Lastkraftwagen zu prüfen. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Forschung ist Wärmespeicher für die Industrie. Sie ermöglichen die Dekarbonisierung, Stabilisierung und Flexibilisierung von Prozessen. Salz, Kalk oder Naturstein sind umweltfreundlich und lokal verfügbar. Wir erstellen Konzepte, entwickeln Prototypen zur Nutzung der Wärmespeichermaterialien und Systeme und testen diese. Durch die Integration von Wärmespeichern tragen wir unter anderem dazu bei, Kohlekraftwerke CO2-ärmer zu betreiben. Der dritte Schwerpunkt unserer Forschung sind Batterien. Mithilfe von computergestützten Simulationen untersuchen wir die Prozesse, die sich im Inneren von innovativen Batterien abspielen. Darauf aufbauend ermitteln wir, welche Materialien benötigt werden, um Hochleistungsbatterien der nächsten Generation für unterschiedliche Anwendungen herzustellen. In der Simulation entworfene und im Labor hergestellte innovative Batteriekonzepte werden unter realen Bedingungen getestet. Kostengünstige, innovative und ressourcenschonende Batterien sind ein wichtiger Baustein für die Mobilität. Das DLR-Institut für Technische Thermodynamik, Wegbereiter für die Energiespeicherindustrie und eine nachhaltige Energiezukunft.